Hallo, mein Name ist Jakob Kirschke und das sind meine Kulturtipps für Seenluft 24. Jetzt vormerken und reinklicken. Am Freitag, den 28. August um 19 Uhr geht die Reihe Wohnzimmerkonzert der BASF Schwarzheide in die zweite Runde. Aus dem Kulturhaus in Schwarzheide wird die Musik live bei Seenluft 24 gesendet und auf den Social Media Kanälen übertragen. Vor der Kamera stehen dieses Mal junge Musiker der Musikschule des Landkreises Oberspreewald-Lausitz mit einem anspruchsvollen Klassikprogramm. Alle 5 jungen Musiker überzeugten die Jury mit ihrer professionellen und bereits sehr virtuosen Darbietung bekannter Stücke. Die verschobene Tour der OSL findet am Samstag, den 29. August, nun endlich statt. Start und Ziel in diesem Jahr bildet der rund 800 Einwohner Ort Tettau im Amt Ortrand. Auf der 45 Kilometer langen Strecke gibt es einige Höhepunkte, wie das Kunstgussmuseum Lauchhammer, das Renaissance-Schloss in Großkmehlen oder den Kulturbahnhof in Ortrand. Bei der beliebten Tombola gibt es in diesem Jahr unter anderem 2 E-Bikes zu gewinnen. Also, mitmachen lohnt sich. Los geht es um 9 Uhr und Treffpunkt ist der Sportplatz in Tettau. Ebenfalls am Samstag feiert das Freibad Ortrand ein kleines Sommerfest. Um 10 Uhr geht es los. Neben Leckerem vom Grill, Kaffee und Kuchen wird auch die Tour der OSL hier einen kleinen Zwischenstopp einlegen. Der Abend wird dann mit entspannter Live-Musik abgerundet. Hoffen wir auf gutes Wetter und nicht zu vergessen, der Eintritt ist frei. Das waren sie, meine Kulturtipps für Seenluft 24. Ich hoffe, dass auch für Sie wieder etwas dabei war. Wir wünschen wie immer viel Spaß bei den Veranstaltungen. Thank you.